Hallo und willkommen zu eurem ersten Video zu den Aufgaben, die ihr während der Schulschließung bekommt. Wir haben uns mit der MSA-Prüfung aus Berlin aus dem Jahr 2007 in dieser Woche beschäftigt. Die ist etwas anders, als ihr es von den Hamburger Prüfungen oder den Schleswig-Holsteiner Prüfungen gewohnt seid. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass ihr das ganz gut hinbekommen würdet oder hinbekommen habt. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, wenn ihr die Aufgaben vernünftig bearbeitet habt. Gleich auf der ersten Seite könnt ihr einmal sehen, wie die Punkteaufteilung ist. Ihr seht, dass in Berlin, anders als zum Beispiel in Hamburg, das Sprachwissen relativ wenig Punkte besitzt. In Hamburg würdet ihr hier ein bisschen mehr Punkte bekommen. Dafür ist der Bereich Lesekompetenz, also der erste Teil, etwas höher gewichtet. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ähnlich wie ihr haben die Berliner 180 Minuten Zeit. Dann gucken wir uns das Ganze einmal an. Wie du gleich am Anfang sehen kannst, habe ich in meinem Text schon ein bisschen rumgemalt und rumgeschrieben. Das liegt daran, dass ich den Text schon einmal gelesen habe in der Schule in der Notbetreuung. Für dich, deshalb habe ich es hier gelassen. Ich würde dir empfehlen, wenn du Probleme hast mit irgendwelchen Wörtern, dass du sie erst einmal markierst in einer Farbe deiner Wahl. Du kannst rot nehmen, du kannst gelb nehmen, dass du sie markierst, eine Zahl dahinter schreibst, diese Zahl am Rand und dann die Bedeutung dazu, so wie ich es hier auch gemacht habe. Diese Zahlen sollten sich natürlich nicht wiederholen, damit du die Dinge wiederfindest. Also, ich gehe davon aus, dass du den Text gelesen hast. Und wir schauen dann einmal kurz weiter, worum es so geht. Also, die erste Frage. Der beschriebene T-Shirt-Versuch wurde durchgeführt an der Universität in. Nun, das ist ziemlich einfach. Wir gucken ganz oben hin. Wir finden Universität Bern als erstes. Kreuzen einmal kurz Bern an. Nummer 102 bzw. Aufgabe 2. Das Forschungsvorhaben ist eine Überschrift. Forschungsvorhaben und Versuchsbeschreibung. Versuche aus der Tierwelt. Ergebnisse des Versuchs. Bezug zu älteren Versuchen. Beispiele aus der Geschichte. Bedeutung der Ergebnisse. Okay, an dieser Stelle sollen wir die einzelnen Überschriften zuordnen. Dazu macht es Sinn, wenn du dir noch einmal die Textstellen markierst, also wenn du so eine Aufgabe hast, dass du quasi nach oben gehst, guckst, Zeile 1 bis 22, wo ist das? Müsste hier sein, dann machst du da einen kurzen Strich und das jedes Mal so weiter. Zeile 23 bis 26, ah, das ist dann ist dieser Abschnitt, den Strich schöner. Ist dieser Abschnitt, dass du quasi weißt, hier ist A, hier ist B, C geht bis Zeile 36, hier ist C, D 43, D E 48. Und das ist dann F. So, und wenn du dann dir diese Abschnitte noch einmal anschaust, dann guckst du, welche Überschrift am besten passt. Du müsstest auf die folgenden Ergebnisse kommen. Zeile 1 bis Zeile 22 passt das Forschungsvorhaben und Versuchsbeschreibung am besten. Schreibst, trägst du ein. Wenn du dabei über die Linie kommst, sehe ich, das ist nicht schlimm. Anschließend nimmst du wieder deinen Textmarker,
markierst einmal, dass du weißt, dass diese Überschrift nicht mehr in deinem Speicher quasi ist. Anschließend guckst du weiter. Der zweite Teil müsste Ergebnisse des Versuchs sein. Jetzt markieren wir mal schnell das. Der dritte sind Beispiele aus der Geschichte. Teil 4. Ist der Bezug zu älteren Versuchen. Ups. Und dann haben wir noch zwei. Es geht also bei dieser Aufgabe auf. Das muss aber nicht zwangsläufig sein. Es muss nicht so sein, dass du am Ende alle Überschriften verbraucht hast. Häufig ist es nicht so. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Der Bezug zu älteren Versuchen ist tatsächlich hier vorne bei E. Muss ich schon richtig auf meine Notizen gucken. Ich habe ziemlich viele Fehler gemacht. Beispiele aus der Geschichte. So, also korrigieren wir es einmal. Bei C müsste Versuche aus der Tierwelt stehen. Und bei F Bedeutung der Ergebnisse. So, dann müssten wir jetzt alle haben. Okay, also guck einmal kurz so in der korrigierten Version, wie das bei dir hinhaut. Gehen wir weiter. Aufgabe Nummer 3. Allen Versuchsmitgliedern wurde vorher eine Blutprobe entnommen. Notieren Sie den Grund. Gucken wieder kurz in den Test. Das ist relativ einfach. Den Grund finden wir hier vorne in Zeile 16, 17, 18. Und zwar hat er den Leuten Blutproben entnommen, um winzige Strukturen ihres Immunsystems zu bestimmen. Schreibst einen schönen, richtigen Satz, die Blutproben. Winzige Strukturen ihres Immunsystems zu So. Du siehst, ich komme mit dem Platz quasi fast nicht so gut aus. Das ist nicht so schlimm, wenn du über den Rand schreibst. Ist alles gut. So. 104. Ergänzen Sie die Tabelle zu dem Versuch mit Hilfe des Textes. Auch da schaue ich wieder nach den entsprechenden Hinweisen im Text. Das mache ich jetzt einmal aber nicht, weil sonst würde das zu lange dauern. Ich schreibe einfach die Lösung für euch hin. Der Leiter des Versuchs, das ist der heißt genau wie ich, also zumindest vom Vornamen her.
Das ist der Klaus Wede. Kennt. Hier keine ganzen Sätze schreiben, das schaffst du nicht. Beginn des Versuchs ist der Sonntag. Dienstag. Ausgangsfrage. Die Ausgangsfrage ist relativ einfach. Es geht halt darum, worum es auch in diesem ganzen Roman hier geht, von dem Sie hier in diesem Bereich sprechen. Es geht um Partnerwahl, also wie beeinflusst Geruch Partnerwahl? Also, welchen Einfluss hat der Geruch auf die So. Achtet bitte darauf, hier eine ganze Frage zu schreiben. So, die Zahlen der Teilnehmer finden wir auch relativ schnell raus. Es sind sehr ungleichmäßig viele Teilnehmer, nämlich genau 49 Frauen und 6 Männer. Also ihr könnt ein deutliches Ungleichgewicht erkennen, eigentlich. Was würde man jetzt eine generelle Aussage treffen wollen anhand der Studie über alle Menschen? Bedeuten würde, dass man das eigentlich gleichmäßiger machen müsste. Müsste ähnlich viele Männer, ähnlich viele Frauen und so weiter da haben. So, Aufgabe 105. Die Studentinnen erhielten den Roman von Patrick Süskind, Das Parfüm. Und dann kriegen wir hier mehrere unterschiedliche Antwortmöglichkeiten und sollen unten ankreuzen, was richtig ist. So, also mit dem Versuchsverlauf hat es eigentlich nichts zu tun. Das können wir durchstreichen. Um sich auf den Versuch einzustimmen, ja. Um sich der Bedeutung des Geruchssinns bewusster zu werden, okay. Um sich über den aktuellen Forschungsstand zu informieren, eher nicht. Das ist ein sehr alter Roman. So, 2 und 3, B, 2 und 3, passt. Super. 106. Einige Untersuchungsergebnisse über die Rolle des Geruchssinns beim Menschen waren vor dem T-Shirt-Versuch bereits Ende der 70er Jahre bekannt. Notieren Sie ein Beispiel. Ein Beispiel dafür kennt ihr alle. Jeder erkennt seine Eltern am Geruch. Also vor allem kleine Kinder können das sehr gut. So, Babys erkennen die Eltern am Geruch. Die Studentinnen bewerten den Geruch der T-Shirts als angenehmer, wenn der Träger. Und das ist das Interessante, dass es darum geht, im Endeffekt, dass wir ein Kind nachher zeugen, was ja bei. Und darauf läuft ja Partnerwahl im Grunde hinaus, evolutionär, wenn wir eine vielfältigere Immunstruktur haben. Und vielfältiger bedeutet in dem Fall, dass wir auch jemanden, der Also wir können das quasi auch riechen. Also das findest du an mehreren Stellen im Text. Wir nehmen am Geruch wahr, dass jemand eine andere Immunstruktur hat als wir. Wenn wir unterschiedliche Immunstrukturen kreuzen, wenn da daraus ein Kind entsteht, dann
ist das potenziell evolutionär ein Vorteil. Deshalb bewerten wir einen Geruch, der eine andere Immunstruktur aufweist, als, oder an dem wir eine andere Immunstruktur erkennen, als positiv. Also, wenn der Träger eine andere Immunstruktur besitzt. 108, das Ergebnis war für Evolutionsbiologen nicht überraschend. Ein Grund dafür, das gleiche Phänomen kann man auch bei anderen Tieren sehen. Okay, gehen wir weiter. Aufgabe 109. Der Geruch eines Menschen spielt bei der Partnerwahl eine Rolle. Kreuzen die richtige Antwort an. A, weil man mit unterschiedlichen bessere Gene vererbt, weil man bessere Gene vererbt, schlechtere Gene vererbt. Okay, also, wenn A, dann kann nicht C, weil das sich widerspricht. Und B macht keinen Sinn, deshalb ist übrigens zum Beispiel Inzest verboten, weil das eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit dazu hat, dass man in irgendeiner Art und Weise behinderte oder beziehungsweise eingeschränkte Kinder zeugt. Erklären Sie die Bedeutung der folgenden Metapher. Die Leidenschaft geht durch die Nase. Zeile 29. Okay, das ist ganz einfach. Man liebt jemanden ein bisschen wegen dem Geruch. Also man liebt den Geruch eines anderen Menschen, weil dieser mehr über ihn verrät. Also, man liebt den Geruch eines anderen Menschen, weil dieser mehr über ihn verrät. Sprich, wir können erfahren, ob jemand besser zu uns passt oder schlechter und so weiter. 111 für das Wort Phänomen. In Zeile 28 gibt es im Wörterbuch drei verschiedene Erklärungen. Kreuzen Sie die für diese Textstelle zutreffende Erklärung an. Okay. Das ist ziemlich einfach. Es ist eine Naturerscheinung. 112 in Zeile 42 heißt es, er war ihr in rascher Leidenschaft verfallen. Das bedeutet, er verliebte sich nur kurze Zeit in sie, er zerbrach an der Leidenschaft, er verliebt. Rasch ist ein anderes Wort für schnell. Schnell und so fort sind. Fassen Sie die Kernaussage des Artikels kurz mit eigenen Worten zusammen. Der Artikel informiert über Partnerwahl. Also hier erwarte ich von dir, dass du nur ein, zwei vernünftige Sätze schreibst. Irgendwas Partnerwahl. Genetische Vielfalt vielleicht.
dann könnt ihr noch das Wort Immunsystem. Vorkommen. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Kommen wir zu den Aufgaben hier nach. In Zeile 2 wird folgende Formulierung gewählt. Schweißtreibende Arbeit. Ersetzen Sie schweißtreibend durch ein passendes Adjektiv. Da würde ich ganz einfach nehmen anstrengend. Dann steht die Formulierung mit absoluter Sicherheit, absolut mit 100%iger Sicherheit, mit totaler, das wäre eigentlich besser, irgendwie sowas. Im Untertitel, der Körpergeruch hilft bei der Partnerwahl, das richtige Immunsystem für den Nachwuchs zu erschnuppern, wird das Wort das verwendet. Es handelt sich um Kreuzenlicherich. Ein Relativpronomen, das sich auf Partnerwahl bezieht? Nein. Ein Artikel, der sich auf das Immunsystem bezieht? Ja. Denn das Komma sitzt an dieser Stelle wegen dem zu. 154. Notieren Sie das vollständige Prädikat aus dem Satz. Die Studenten hatten die T-Shirts aus 100%iger Baumwolle zuvor an zwei aufeinanderfolgenden Nächten getragen. Zeile 6, 7. Hatten getragen. Mit 55. Wandeln Sie den folgenden Satz ins Passiv um. Wedekind legte den Studentinnen die eingesammelten T-Shirts zum Schnuppertest vor. Passiv bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass die Studentinnen etwas vorgelegt bekommen, also dass etwas, dass, beziehungsweise dass die mit den T-Shirts etwas passiert, nicht dass jemand etwas mit den T-Shirts macht. Kann ich also sagen, die eingesammelten, also mit Kürzungen folgen, die T-Shirts so fangen wir an, dann haben wir als Zeit Präteritum wurden von Wedekind den Studentinnen vorgelegt. Oh, 156. Steht ein letzten Absatz, steht ein Relativsatz. Gucken wir mal kurz. Gefunden. Es handelt sich um. Müssen wir das einmal wegmachen? Handelt sich um dieses Stück hier. Also die ihnen vielfältige Immunstrukturen auf den Weg geben. Weiter. Im folgenden Satz gibt es einen Nebensatz, Gliedsatz, unterstreichen Sie ihn. Kein Problem, so können wir mühelos unterscheiden, ob ein Geruch von einer Frauen- oder Männerhand stammt. Jetzt natürlich hier.
Notieren Sie ein Erkennungsmerkmal. Auch das ist ziemlich einfach. Meine Konjunktion. Also mein Ob. 158. In der Überschrift wird richtigen groß geschrieben. In der Zeile darunter wird aber richtige klein geschrieben. Auch das ist einfach. Das haben wir schon mal gemacht. Das erste ist natürlich eine Nominalisierung. Kann man auch hier dran erkennen. An dem Artikel davor. Das zweite, da ist es wie immer ein Adjektiv. Begründen Sie die Schreibung der S-Laute mit einer Regel. Beeinflusst, bewusst, ließ, Spaß. Wir haben hier Folgendes. Wir haben ein kurzes, ups, ein bisschen groß, egal. Wir haben ein kurzes U und deshalb schreiben wir SS. Also nach kurzem Vokal SS. So, dann haben wir halt das Gegenteil hier unten. Wir haben quasi einen langen Vokal beziehungsweise mit dem IE, das heißt Diphthong, ein Zwielaut nach. Aber auch da ist es ja lang, nach langem Vokal SZ. Okay, wunderbar. Okay, schauen wir einmal kurz weiter. Wir kriegen einen zweiten Text. Das ist in Berlin anders als zum Beispiel in Hamburg und so. Ihr müsst mehr lesen. Ihr habt viel mehr Text gehabt damals. Ich finde den zweiten Text interessant, interessanter als den ersten eigentlich, weil das vom ersten relativ bekannt ist. Also, im Text heißt es, dass Gestank früher gleichbedeutend mit Krankheit war. Das heißt, dass, richtige Antwort ankreuzen, der Gestank so furchtbar war, dass man davon krank werden konnte. Eher nicht, es ist noch keiner erstunken. Die Menschen immer nur von den Gedanken an den Gestank beherrscht wurden? Nein, das auch nicht. Wenn ihr stinket, dann merkt ihr es ja selber nicht und so. Und man gewöhnt sich ja auch an Gestank. Abfälle und Fäkalien auf den Straßen Krankheiten zufolge hatten. Ja, das war tatsächlich so. Über die Fähigkeiten von Neugeborenen, Gerüche zu bestimmen, lässt sich folgende Aussage treffen. Alle Gerüche sind durch die Evolution fest im Gehirn gespeichert. Nur wenige Gerüche sind durch die Evolution gespeichert. Kein Geruch ist durch die... Also quasi so eine, sowas wie eine Abstufung. Sind nur wenige Gerüche. Nummer 3. Der Mensch toleriert nach längerer Zeit unerträgliche Gerüche, weil... Gewöhnung... Eine Gewöhnung eintritt, sprich man findet etwas langweilig. Der Mensch nimmt einen Geruch, wenn er ihm längere Zeit ausgesetzt nicht mehr so intensiv war. Das kann unter Umständen sehr gefährlich werden. Notieren Sie ein Beispiel für eine Gefahr. Wenn ich ständig Feuer rieche, weil ich dann nehme ich das irgendwann nicht mehr wahr. Irgendwie sowas. Wenn ich ständig Feuer rieche und es dann brennt, also wenn ich irgendwo arbeite oder irgendwo bin, wo es ständig brennt und ich dann wirklich in einem Brand bin, dann nehme ich das möglicherweise nicht mehr wahr. Also Brandgeruch oder bestimmte Chemikalien. Da gibt es auch Möglichkeiten, dass man
auf der Arbeit sehr viel mit Chemie, mit Dämpfen ausgesetzt, damit was zu tun hat und das dann nicht mehr wahrnimmt. Wie erwerben wir unser Geruchsgedächtnis? Es ist teilweise angeboren, das hatten wir ja schon oben, und wird überwiegend durch Erfahrung, wird teilweise durch Erfahrung. Das macht B macht keinen Sinn. Ist das ausschließlich? So, also wenn wir oben B haben, dann muss es hier eigentlich auch A sein. Die Absicht des Textes ist es, vor den Auswirkungen von Gestank auf den Geruchssinn zu warnen, durch vielfältige Tipps über den Umgang mit Geruch zu informieren, über die Bedeutung des Geruchssinns zu informieren. C. Weiter. 207. Bei alten Menschen mit Gedächtnisproblemen lässt sich das Geruchsgedächtnis nutzen, um Erinnerungen zu wecken. Das kennt ihr sicher auch, dass ihr mit bestimmten Gerüchen bestimmte Gedanken verbindet. Und so ist das halt auch bei alten Menschen. Und wenn dann die Idee im Kopf über den Geruch und nicht über die Idee selber versucht wird abzurufen, dann funktioniert das häufig noch. Das Geruchsgedächtnis lässt sich in circa 50 Jahren kaum noch nutzen. Notieren Sie einen Grund. Das liegt daran, dass wir weniger riechen, also weniger besondere Dinge riechen. In welchem der beiden Texte erfährt der Leser das? Lyle Watson, Autor des zweiten Textes, Biologe. Es geben Sie den Text und die Zeile an. Das erfahren wir in Text 1. Oh, wenn ihr das rausfindet, seid ihr gut. Zeile 42 bis 43. In Zeile 20 steht, sie hat etwas mit Gedächtnis zu tun. Welches Nomen ist mit Sie gemeint. Notieren Sie dieses aus dem Text. Zeile 20. Ah, okay. Das ist dieses und diese Macht. Also die Macht. In Zeile 28 wird das Adjektiv älter verwendet. Ordnen Sie das Adjektiv ein und ergänzen Sie die Tabelle. Okay, das ist. Wir müssen älter einordnen. Älter. Ups. Älter. Dann ist der Positiv ist alt. Und der. Superlativ ist am ältesten. Ja, ist ja gut. Ten. Der Satz, je älter die Bevölkerung, Zeile 28, wird mit einem mit einer unterordnenden Konjunktion eingeleitet, der eine zweite folgen muss. Notieren Sie diese aus dem Text. Also wir gehen Zeile 28 hin. Gucken mal. 30, 19. Je älter die Bevölkerung. Ah. Das ist die Kombination hier. Ich hätte jetzt auf ein Desto, aber ein Umso geht natürlich auch. Ja, ist ja gut. Ei. Je, also. Um. Begründen Sie die Großschreibung mit einer Regel: A, hören und sehen. Es sind
Beides nominalisierte Verben. Das hören, das sehen. Im Wesentlichen, wir haben einen versteckten Artikel in dem, also es ist auch eine Nominalisierung. Ist übrigens sehr oft so, wenn du Sachen hast in einer Prüfung, wo es um Groß- und Kleinschreibung geht, dass es sich um Nominalisierung handelt. Okay, schauen wir uns den dritten Teil an. Hier findet ihr mehrere unterschiedliche Diagramme. Sowas könnte euch durchaus auch in Hamburg passieren, dass ihr analysieren sollt, was auf den Diagrammen dargestellt ist. Gucken wir uns einmal die Fragen an. Notieren Sie den Zeitraum, für den die Daten in der linken Grafik erworben wurden. Erhoben, nicht erworben. Ganz einfach. Das ist einmal von 1999 bis 2005. Die Grafik informiert über folgende Bereiche. Kreuzen Sie die richtigen Antworten an. Den Umsatz des deutschen Die richtige Antwort an, okay. Den Umsatz des deutschen Parfümeriehandels, die Anteile der verkauften Parfümflaschen, den Umsatz an Parfüm in Warenhäusern. Findet ihr in der Überschrift. Es ist der ganz normale Parfümeriehandel. Also sowas wie Douglas oder so. Wie oft stieg seit 1999 der Umsatz in Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr? Kreuzen Sie die richtige Antwort an. Gucken wir einmal. Ihr schaut von da nach da. Es ist gestiegen. Wir haben die Antwort. Also von da nach da ist 1, von da nach da ist 2. Der ist gesunken. Gesunken. Gestiegen 3. In welchem Jahr gab es den höchsten Umsatz? 2001. In welchen Jahren gab es den niedrigsten Umsatz? Das sind 2004 und 99. Notieren Sie, mit welchen Kosmetikprodukten 2005 der höchste Umsatz und der geringste Umsatz gemacht wurde. Genau, das haben wir hier vorne in diesem Bereich. Und es handelt sich vor allem um die Tabelle hier unten, also das Tortendiagramm hier unten. Da schauen wir einmal. So, und das Kleinste, was wir sehen, ist Körperpflege. Und das Größte sind Darmdüfte. Der höchste Umsatz, Darmdüfte, und jetzt habe ich das andere schon wieder vergessen, Körperpflege. So, wie viele Mitarbeiter gab es im Parfümerie-Einzelhandel 2005. Finden wir hier vorne 17.500. Also 1, 7, 5, 0. Wer lieferte die Zahlen für diese Grafik? Das sieht man ganz oft hier an mehreren Stellen. Einmal an dem Ding hier unten, da kann man was sehen, wer es gemacht hat. Und wir haben hier das Wort Quelle, der Bundesverband Parfümerien.
Bei der linken Grafik handelt es sich um was damit zu war. Gucken wir mal. Ein Kurvendiagramm, ein Kreisdiagramm, ein Säulendiagramm. Würde man das Ganze hier weiter ausfahren, dann würde das hier irgendwie sowas so darstellen. Das ist ein Kurvendiagramm. Gut. Dann machen wir gleich einmal weiter mit dem Teil 4. Okay, gucken wir an unseren vierten Teil. Hier finden wir wie nochmal ein kleines Stück Text. Wir haben eine Vorstellung des Textes hier oben im oberen Bereich, wo ein bisschen erzählt wird, um was es in dem Text geht, woher der kommt. Es handelt sich um einen Ausschnitt aus dem Roman Das Parfum von Patrick Süskind, der übrigens auch eine sehr, sehr gute Verfilmung hat, die ihr euch gerne mal angucken könnt, wenn ihr Zeit habt. Nicht nur wegen dem Thema, also auch wenn euch das Thema nicht interessiert, die Verfilmung ist ziemlich gut. Und das Buch lohnt sich auch zu lesen. Also, wir lesen den Text, machen unsere Markierung, nutzen den Rand für Notizen und fangen dann an mit den Aufgaben. Notieren Sie, wo Grenouille aufgewachsen ist. Grenouille war ein Waise, also Grenouille ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Hier kann man auch mit einem ganzen Satz antworten. Ich lasse es jetzt einfach mal beim Stichpunkt. Achtet bitte darauf, dass ihr das Waisenhaus mit AI schreibt, nicht mit EI. Der ist nicht besonders erfahren oder clever, sondern der hat keine Eltern mehr. Grenouille nimmt an dem Feuerwerk teil, weil er einen neuen Geruch sucht. Grenouille empfindet das Duftgemisch des Feuerwerks als eintönig, langweilig. Das ist nachher auch in dem ganzen Buch ein durchgehendes Motiv, dass er nach neuen Gerüchen sucht und nach mehr und besser und so. Grenouille ist plötzlich von einem anderen Geruch angezogen, weil der A so intensiv ist, ihm so vertraut ist, so ungewöhnlich ist. Grenouille sucht das Ungewöhnliche, das Besondere. In der Menschenmenge gerät Grenouille in Panik, weil. Und das ist ganz einfach. Er gerät in Panik. Wir müssen den Satz zu Ende führen. Weil er den Geruch verloren hat. Er weiß nicht mehr, wo der Geruch ist. Grenouille folgt einem Duft, der ihn fasziniert. Dabei macht er verschiedene Stimmungen durch. Ordnen Sie folgende Begriffe nach ihrer zeitlichen Reihenfolge im Text. Erregte Hilflosigkeit, schlecht vor Aufregung, verzweifelter Glaube. Also, das erste ist dass es ihm geradezu schlecht wird vor Aufregung. Das kennt ihr vielleicht auch von Prüfungen oder sowas. Das zweite, was dann hoffentlich nicht kommt, ist der verzweifelte Glaube, dass es doch noch irgendwie funktioniert. Und dann aufgeregte Hilflosigkeit. Wenn ihr das hier hinschreibt, ist alles gut. So, warum muss der Leser um das Leben des Mädchens, das Mirabellen putzt, fürchten? Das ist ganz einfach. Er muss um ihr Leben fürchten, weil
tötet, um an den Duft zu kommen. Im Text heißt es Grenouille Lindqvarn. Notieren Sie einen Grund aus dem Text. Ein Grund ist, dass Grenouille quasi sowas wie leidet. Also es bricht Grenouille das Herz, wenn er einen Duft nicht besitzen kann. In Zeile 44 heißt Grenouille durchschritt traumwandlerisch, das bedeutet, er geht zu seinem Traum, er geht wie im Traum, er geht während eines Traums. Dann geht es nicht darum, dass er schläft, sondern darum, dass er geht wie in einem Traum. Wenn du sagst mit traumwandlerischer Sicherheit, dann meinst du damit auch, dass jemand etwas sehr sicher tut, ohne darüber groß nachzudenken. Grenouille wird als jemand beschrieben, den folgende Eigenschaften auszeichnen. Besessen, kommt hin, gierig, ja, er will immer mehr, verschwenderisch, nein, oberflächlich, nein, neidisch, könnte man argumentieren, aber ich denke nicht, weil wir auch nur zwei auswählen dürfen. Der Geruch, den Grenouille wahrnimmt, stammt von den Mirabellen, dem Hinterhof, dem Mädchen. Die Antwort ist total einfach. Es geht um das Mädchen. Warum wird Grenouille immer wieder zum Mörder? Notieren Sie einen Grund. Er wird zum Mörder, weil er aus den Gerüchen der Menschen den perfekten Geruch oder das perfekte Parfum herstellen will. In Zeile 6, 7 wird das Feuerwerk mit mehreren Verben beschrieben. Notieren Sie ein Verb. Eins. Zeile 6, 7. Kurz, das Feuerwerk. Was? Funkeln. Zeile 14 finden Sie mehrere Passivformen. Notieren Sie ein Beispiel. Zeile 14, 15. Also das sind, dass er ihn nicht festhalten konnte, immer wieder entzog er sich. Wurde verdeckt. Okay. Nehmen wir einfach, wurde verdeckt. Im Text werden verschiedene Formulierungen für den Vorgang des Riechens verwendet. Notieren Sie eine Formulierung. Erschnuppern. Weiß gerade nicht, wo war das? Warte. Zeile 5. Der Geruch, dem Grenouille folgt, wird mit Adjektiven beschrieben. Zeile 33 bis 34. Notieren Sie 2.
Wir nehmen einfach einmal zwei Adjektive, von denen ich weiß, dass sie vorkommen. Das ist einmal zart und einmal fein. In den Zeilen 48 bis 50 putzt das Mädchen Mirabellen. Das wird mit mehreren Verben beschrieben. Notieren Sie A, ein unregelmäßiges, starkes Verb und ein regelmäßiges, schwach. Aha, Fehler. Schwaches Verb. Ein unregelmäßiges, starkes Verb. 40 bis 50. Sicher? 40 bis 50. Ups. 48. Also, da dürfen wir suchen. So, hier haben wir schon mal ein unregelmäßiges Verb, saß. Unregelmäßiges Verb, sitzen. Ein regelmäßiges Verb finden wir gleich auch noch. Nehmen wir hier, ups, nehmen wir putzen. Kommen wir zu unserem letzten Teil. Wir haben hier eine, oh, wir haben hier eine kleine Filmkritik, in der es mehrere Fehler gibt und Formulierungen, die nicht gut sind. Und in den nächsten Aufgaben sollen wir die überarbeiten. Die Überschrift der Film soll durch eine Metapher bildhafter Ausdruck, das hatten wir, sprach rhetorische Stilmittel, ersetzt werden. Kreuzen Sie die passende Antwort an. Was wir nicht nehmen können, ist zum Beispiel Bestseller verfilmt. Das macht nämlich keinen Sinn. Der perfekte Duft ist auch keine Metapher. Das Einzige, was wir haben, was eine Metapher hier ist, ist das Erste. Hoppala. So, 582. In den folgenden Formulierungen gibt es jeweils einen Rechtschreibfehler. Streichen Sie die Fehler durch und korrigieren Sie. Schnüffeln tritt er aus dem Dunkeln und wirkt dabei nicht gefährlich, sondern nur artig. Wir haben eine Nominalisierung, die nicht erkannt ist. Das hier muss groß geschrieben werden. Würdest du dann hier einmal schreiben, dem Dunkeln. Für die Kenner des Romans ist er eine krasse Enttäuschung. Ja, war es damals auch. Aber eigentlich. Na gut. Egal. Also, wir haben hier das Wort Enttäuschung. Das ist falsch geschrieben. Es gehört mit Doppel-T, also Enttäuschung. 583. Im letzten Absatz werden umgangssprachliche Wendungen verwendet. Notieren Sie zwei umgangssprachliche Wendungen. Wendung 1. Gucken wir mal, letzter Absatz. Oje, was ist das denn hier? Mega cooler Seegenuss, natürlich. Das will ich von euch nicht lesen, sowas. Das geht gar nicht. Und eigentlich auch das krasse Enttäuschung nicht. Die ich als zweites aufgeschrieben habe, die finde ich noch schlimmer. Also, egal. So, also es geht bei dem, was wir ersetzen müssen, vor allem hierum. Krass bedeutet halt besonders stark, also eine große Enttäuschung.
Mega cool. Großartiger. Seegenuss, wobei ich natürlich auch das Seegenuss ist auch ein schwieriger Ausdruck, hört sich auch nicht so wirklich schön an. Aber okay. Nächste Aufgabe. In dem folgenden Satz ist das Relativpronomen falsch. Streichen Sie den Fehler durch und notieren Sie das richtige Wort darüber. Sein Hausmann, die Fernseher, den er hat. Okay. Also das Relativpronomen müsste sich eigentlich hier drauf beziehen. Das ist hier vorne, darum geht's. Müsste sich da drauf beziehen. Und müsste dann natürlich sein, ein Monster, das. In den folgenden Sätzen befinden sich Zeichensetzungsfehler, die wir korrigieren sollen. Gucken wir mal drauf. Darum haben wir immer schon große Mode waren. Ist einmal hier ein Komma, das fehlt. Er wirkt ausgesprochen detailverliebt. Ja, okay. Er wirkt ausgesprochen detailverliebt und das Komma vor dem und. Das ist natürlich Blödsinn. Gut, in den folgenden Formulierungen gibt es jeweils einen Kasusfehler. Das sind Kasus, Nominativ, Genitiv, Akkusativ, Dativ. Streichen Sie die Fehler durch und korrigieren Sie sie. Der Film hat etwas von einem Kriminalfilm. Einem Kriminalfilm. Untermalt wird der karge Monolog von Laute. Nein, Lauter. Aber nirgends gibt es einen. Geruch. Wunderbar. Schauen wir uns den Schreibteil einmal an. Sie wollen mit einem Freund oder einer Freundin. Zurzeit läuft der Film Parfüm. Entscheiden Sie sich für oder gegen diesen Film. Ah, okay. Ich soll versuchen, jemanden von dem Film zu überzeugen oder nicht. Oder das Gegenteil. Führen Sie dazu drei Argumente aus. Nutzen Sie dafür die gelesenen Texte. Sprachliche Vielfalt, Genauigkeit, Standardsprache, Richtigkeit, Verständnis, Schreibregeln. Okay. Was hier auffällig ist, wenn ihr das macht und ihr sowas seht, das hier, also alles, was mit Sprache zu tun hat, bringt fast keine Punkte. Der Inhalt bringt viel mehr Punkte. Ich würde tippen auf, ohne jetzt in die Korrektursachen zu gucken, das sind knappe 7 Punkte pro Argument. Also viel schreiben, möglichst die ganze Zeit nutzen, wenig Zeit in Korrektur verwenden, weil es sich fast nicht lohnt. Ja. Ich hoffe, ihr seid damit gut klargekommen insgesamt mit der Prüfung. Ich weiß, sie ist ein bisschen anders. Sie hat mehr zu lesen, als ihr es gewohnt seid. Aber da kriegt ihr mal eine Idee, wie Realschulprüfungen vor ungefähr 13 Jahren mal ausgesehen haben. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr kommt gut klar mit den Aufgaben von dieser Woche und wir hören voneinander. Tschüss.